Ich habe schon gesehen, dass Flo den Ball gut kontrolliert. Dass der Torwart weit draußen war, das haben wir alle gesehen. Flo hat noch gut einen Gegner aussteigen lassen mit einer sehr guten Bewegung. Und dann das Risiko genommen. Das ist ja das, was wir auch wollen. Also geht, glaube ich, jedem Trainer so. Wir wollen torgefährlich sein aus allen Lagen und Situationen. Das hat Flo probiert und er ist dafür belohnt worden. Das ist schön. Mir war natürlich auch klar, wenn der Torwart so weit draußen ist nach seiner Kopfballabwehr, dass ich schießen muss. Ich wollte so schnell wie möglich schießen und bin natürlich happy, dass es am Ende geklappt hat mit dem Tor. Ich glaube, es ist unangenehm für einen Torwart, wenn er im Rückwärtslaufen ist, den Ball noch rauszukratzen und einen vernünftigen Absprung hinzubekommen. Für mich war es natürlich schön, dass der Torwart nicht mehr ganz rangekommen ist und der Ball letztendlich im Tor war. Wirklich ein sensationelles Tor. Den hat er ehrlicherweise sogar im Training schon mal angedeutet vor einer Woche. Und jetzt hat er im Spiel das umgesetzt.